Ich schlage vor, dass wir Wolfgang Wodak zuschalten, der ja auch schon lang in der Warteschleife steht. Der Abend ist fortgeschritten. Ich weiß nicht, wie es den Simultandolmetschern geht. Ich denke, wir tun erstmal den Vortrag von Wolfgang Wodak vorschalten und die Einspielung, die die Japaner uns auf deutscher Sprache und Englisch geschickt haben, werden wir dann ganz zu Ende der Veranstaltung noch spielen. Wolfgang, bist du soweit bereit für deinen Vortrag über die Korruption? Ja, hallo, guten Abend allerseits. Bin ich, bei mir ist es ja schon noch eine Stunde später als bei euch. Und das geht also schon auf den Morgen zu. Bald geht die Sonne auf hier. Ich habe ja mir vorgenommen, ein bisschen über die systemischen Hintergründe dessen, was wir so erlebt haben, zu erzählen. Und Korruption ist der Missbrauch anvertrauten Gutes zum privaten Nutzen. Wenn einem was anvertraut ist und man missbraucht das dann für sich selbst, dann fällt das unter den Begriff. Und was hat ein bisschen mit dem zu tun, was wir so in unserer Gesellschaft erlebt. Unsere Gesellschaft hat ja viele Spezialisten und viele, genauso wie unser Körper auch viele Spezialorgane hat, so haben wir viele Behörden, viele spezialisierte Institute und müssen uns auf die verlassen können. Das überall, wo Leben ist, gibt es arbeitsteilige Organisationen. Das ist im Menschen so, das ist in Zelle so. Und in menschlichen Gesellschaften bildet sich das auch raus. Wir sehen hier die Nervenzellen da oben, die sich dann bilden nach den Anforderungen. Und wir sehen hier solche menschlichen Zellen unten vom Flugzeug aufgenommen, die sich ähnlich selbst strukturieren, je nachdem, wo Kommunikation stattfindet. Also Kommunikation führt dazu, dass sich Leben entwickelt. Und wir haben in unserer Gesellschaft eben sehr, sehr kompliziertes Leben. Da gibt es dann eine Arbeitsteilung zwischen den verschiedenen Bereichen und Subsystemen unserer Gesellschaft. Denen vertrauen wir ganz bestimmte Dinge an. So zum Beispiel das, was wir Wissen nennen, das kriegen wir einmal, wenn wir Kinder sind, kriegen wir das von den Erziehern, also von den Lehrern, kriegen wir das dann beigebracht, da müssen wir uns drauf verlassen können. Wir kriegen in der Wissenschaft, da kriegen wir dann das, was die Leute gegenseitig, wo sie sich drüber streiten und alles anzweifeln und was sie dann erforschen, den letzten Stand der Wissenschaft und alle müssen sich darauf verlassen, die Richter und die Politiker und alle greifen darauf zurück. Und da müssen wir uns darauf verlassen, dass das nicht immer klappt. Das sehen wir gerade. Und auch die Medien geben uns das tägliche Wissen, was wir brauchen, was auf der Welt passiert, damit wir uns richtig entscheiden können. Auch das funktioniert nicht mehr. Das sind zwei Systeme, die überhaupt nicht mehr funktionieren. Die Politik, der anvertrauen wir die Macht. Die Macht, und zwar die Macht, Regeln zu machen. Regeln zu machen, an die wir uns dann nachher alle halten wollen. Und auch da, glaube ich, haben wir gesehen, dass da Regeln gemacht werden, die nicht mehr für uns sind, sondern die für Dritte sind. Also hier, die funktionieren alle nicht mehr, diese Organe. Die machen alle nicht mehr das, wofür sie eigentlich da sind. Institutionell korrumpiert. Und das ist eben, das hat mit Bestechung nichts zu tun, sondern das sind meist sogar legale Vorgänge. Das sind sogar Dinge, die nicht ungesetzlich sind, sondern die sogar mit Hilfe von eben Gesetzen dann so eingerichtet werden. Das läuft aus dem Ruder. Das Anvertrauen von Gewalt vom Volk an eine Regierung, das ist ja was, was es früher nicht so gab. Früher war das mehr so feudale Gewalt. Da hatten Leute einfach viel Geld und viel und sich Soldaten leisten und konnten andere ausrauben und konnten sich eine Burg bauen und so weiter. Und dann gab es die Königshäuser und dann war das die feudalen Familien, die dann mit ihrer Gefolgschaft dann das Volk, so gehalten haben, dass sie keine Aufstände machen konnten. Und das ist so eine hierarchische Konstruktion gewesen. Dann gab es die Französische Revolution und andere Revolutionen. Und dann war alle Gewalt sollte dann vom Volke ausgehen. So, da sind wir jetzt. Da haben wir unser Grundgesetz. Und wir ermächtigen also andere und sagen, du hast Macht. Du bist unser Abgeordneter. Du darfst jetzt wählen. Du darfst jetzt sagen, wer unser Kanzler wird und so weiter. Also das geht von unten nach oben und alle Macht geht aber vom Volke aus. So, und das Problem ist dann, wenn wir das gemacht haben, dann haben wir da ganz, ganz viel anvertraut, was die alles dann mit dieser Macht machen können.
Das ist einmal die Schaffung und Verwendung von Kommunikationsmedien. Kommunikationsmedien hört sich nach Nachrichten an, ist aber nicht. Geld ist ein Kommunikationsmedium, auf das wir uns einigen. Denn Papier ist ja eigentlich nichts wert und ein Stück Metall auch nicht. Macht ist auch ein Kommunikationsmedium. Es wird verabredet, dass jemand Macht hat, der stimmt, die Stimmmehrheit hat. Wissen ist ein Kommunikationsmedium, wo wir austauschen, den Stand des Wissens und wo wir uns drüber streiten. Oder auch Normen oder andere Definitionen. Da wird irgendwas festgelegt und das gilt dann erstmal, bis es abgewechselt wird. Und diese Macht, sowas für uns alle geltend zu machen, dass wir das wirklich auch täglich benutzen können, das vertrauen wir irgendwelchen Organisationen, Politikern oder Beamten oder Behörden oder Institutionen an. Aber auch die Entscheidung darüber, über natürliche Ressourcen, über Land, über Bodenschätze, über all diese Dinge, diese Allokationsentscheidungen werden anvertraut von uns. Und dann vertrauen wir noch an, dass Gesetze gemacht werden, an die wir uns dann halten. Das sind also wichtige Dinge, die unser ganzes Leben bestimmen. Was die Allokation angeht, das ist noch so ein Sonderthema. Das haben wir lange im Deutschen Bundestag diskutiert auch. Wer soll auf welcher ethisch-rechtlichen Grundlage für wen entscheiden? Was und wie viel davon einmal für berechtigt erklärt wird, das sind die Gesetzgeber, Makroebene, dann vorgehalten wird, das sind zum Beispiel die Krankenkassen und die KVen im Gesundheitswesen, die also die Strukturen bestimmen, und was denn letztlich geleistet wird, das ist die Mikroebene, ist der Doktor, der sagt, das brauchst du nicht oder das kriegst du, also die Indikation dann stellt. So, jetzt haben wir aber haben wir sehr, sehr unterschiedliche Interessen in unserer Gesellschaft. Ich habe da ein Beispiel, was ich sehr gerne zeige. Das ist eine Krankenversicherung, die hat mal herausgefunden, dass 10% der Versicherten 80% der Kosten verursachen. Eine Riesenlast ist das. Das ist also aus der Sicht der Krankenkasse, sind diese 10% unheimlich teuer, die brauchen unheimlich viel. So, und dann gibt es aber andere Leute in unserer Gesellschaft, die gucken sich diese 10% auch an und sagen, oh, die haben die und die Krankheit, da können wir ja unheimlich viel Geld mit verdienen als Krankenhaus oder ganz viel oder Reha oder als Pharmakonzern. Also die Gesundheitswirtschaft, die sucht geradezu nach diesen in Not gekommenen Leuten, die 10%. Und diese Konflikte, da muss die Politik dann immer so Regeln finden, dass die sich nicht kloppen und dass das gut geht in der ganzen Gesellschaft. Wir haben hier mal eine Stellenbeschreibung für einen Geschäftsführer, beispielhaft. Ne? Damit machen wir sich, das sind ganz normale, richtige, gute Leute, die in der Wirtschaft was leisten, die sollen qualitätsorientiertes Wachstum gemäß Zielvorgaben bringen. Die sollen erreichen finanzielle Kernwerte, Gewinn, Liquidität und Umsatzrentabilität, Anteilssteigerung von 1% je nach Marktlage und Wettbewerbsaktivität, jährliche Umsatzsteigerung in der Bandbreite von 6 bis 8%, Neukundenzuwachs in der Bandbreite von, das kriegt der, wenn die Stelle ausgeschrieben wird. Und wenn er das nicht macht, wird ein neuer gesucht, dann wird er gefeuert. Das heißt, diese Leute, die in der Wirtschaft arbeiten, ganz legitim, ganz tolle, leistungsfähige Leute, die sehen zu, dass ihre Firma Erfolg hat. Und dafür werden sie eingestellt. Das ist normal bei uns in der Gesellschaft. Die Wirtschaft ist ein Motor, der uns zu Leistungen anspornt und der ja auch eine ganze Menge uns schon gebracht hat an Lebensqualität. Nur wenn das Ding aus dem Ruder läuft, ist es schwierig. Und wenn man der Wirtschaft jetzt, wenn die immer wachsen will, dann gibt es große Probleme. Dann ist der Markt plötzlich begrenzt. Aber da die Gier dieser Wirtschaft eben sehr, sehr groß ist, die müssen eben immer wachsen, wachsen, wachsen. So war es bisher. Da haben sie dann versucht, jetzt sich an die Politik zu wenden und neue Wirtschaftsfelder zu erschließen. Und dazu muss man die Gesetze so ein bisschen ändern. Dazu muss man so ein bisschen sehen, dass man Dinge darf, die man vorher nicht durfte und all sowas. Und da haben die Leute dann früher gingen die Firmenchefs dann selber in die Politik und haben gesagt, könnt ihr mal, du bist doch unser Abgeordneter, kannst du nicht mal da irgendwie ein bisschen dich für mich einsetzen, für unseren Betrieb? Und das ist aber längst vorbei. Das war vielleicht in Bonn noch so, also im vorigen Jahrhundert, so bis 1980 oder so. Da war das eine Verbändelobby. Da kamen Verbände der Schlachter, die Verbände der Grüngärtner und die kamen alle an und sagten, wenn sie was wollten. Heute gibt es riesige Konzerne, die Lobbyindustrie.
die, und da sieht man das Bild von Berlin, da das kleine, auf der rechten Seite unten, das sind die ganzen Lobby-Niederlassungen, und in Brüssel ist es noch schlimmer. Das sind also Lobby-Consultants, die aber auch mit PR-Unternehmen zusammenarbeiten, die mit den Medien enge Kontakte haben. Wenn man sich das mal anguckt, im Internet, die Angebote dieser Lobby-Consultants, dieser großen Konzerne, da findet man, dass sie Abgeordneten-Monitoring machen. Die gucken also genau, welcher Abgeordnete hat welche Vorlieben und wo kann man den irgendwie erwischen. Oder die machen Astroturfing. Oder die machen Grassroot Detection. Das heißt, die gucken, wo entwickeln sich irgendwelche Strömungen in der Gesellschaft, die wir für uns nutzen können, die wir unterstützen können. Und wenn man dann jetzt chronisch Kranke hat, zum Beispiel, kommt dann eine Firma, die will irgendwas verkaufen, und die schickt dann da den Referenten in diese Selbsthilfegruppe der chronisch Kranken, und der kann dann gleich dafür sorgen, dass diese Selbsthilfegruppe wieder bei der Politik dann Lärm macht und sagt, wir müssen mehr für uns tun, wir brauchen die in dem Medikament. Das heißt, die benutzen sie dann als Vehikel, um ihre Interessen in der Politik lautstark durchzusetzen. Sowas nennt man auch, und das, wenn da keine Selbsthilfegruppe ist, dann machen sie eine. Dann machen sie eine, und das nennt man Astroturfing. Das wird angeboten als solches von diesen Firmen. Die machen also eigene Initiativen in der Bevölkerung, die sie bezahlen, die sie finanzieren und dann hochpushen. Das ist eine Riesenindustrie, die jetzt eine Wahnsinnsboomzeit hat, zurzeit gerade. Und das ist alles erlaubt. Die dürfen das. Und das hat dazu geführt, dass wir jetzt also schon ziemlich viele Probleme haben. Die Economy, also die Wirtschaft, die hat sich immer mehr assimiliert. Die hat sich das Finanzwesen unter den Nagel gerissen, denn man handelt ja mit Risiken im Finanzwesen. Die sorgen nicht dafür, dass das Geld was wert bleibt, was eigentlich die Aufgabe ist, sondern die machen Gewinne damit, dass sie die Hand auf dem Geld haben. Oder aber die privaten Militärfirmen, die eigentlich das Gewaltmonopol des Staates dann unterminieren. Oder die privatisierten Universitäten und die Sponsorjäger, die dann in der Wissenschaft unterwegs sind, die gar nicht mehr nach Wahrheit gucken, sondern immer nur nach Forschungsgeldern. Oder hier Public Health, das Ganze, allein der Name Gesundheitswirtschaft. Da ist Gesundheit ein Teil der Wirtschaft, und die Wirtschaft, die wir Geld verdienen, habe ich ja vorhin gezeigt, dass das ein Profil eines Managers in der Wirtschaft ist. Und der beim Journalismus auch. Das ist Embedded Journalism. Das gab es früher nur in Kriegen. Heute ist es in der Wirtschaft embedded. Die Journalisten, haben sehr, sehr enge Beziehungen zur Wirtschaft und so weiter. So ist da gibt das ist also man nennt das auch Public-Private Partnership in vielen Fällen. Und da wird eine ganze Menge dann bestochen, ohne dass es so richtig groß auffällt. Da wird gar nicht so ein Beamter bestochen, sondern ein ganzes Amt wird beeinflusst, dadurch, dass man dafür sorgt, dass die richtigen Chefs dahin kommen und dass die richtigen Politiker gewählt werden, die das alles mitmachen und so weiter. Und das hat dann zur Folge in der Pharmaindustrie, wo wir uns ja jetzt gerade mit ärgern, das hat zur Folge, dass die dann auch bestraft werden, natürlich, weil die kriminell gehandelt haben. Die sind alle vorbestraft hier in SS. Und da sieht man den Teil der Sanktionen vom jeweiligen Jahresumsatz. Und da sieht man Bristol und dann Pfizer. Guck mal, die haben 2,3%. Haben die Strafen, und Anteil der Strafen im Umsatz ist mal 4,6%, oder der Anteil der Strafen bei Glaxo, der war mal ziemlich hoch, der war 1%. Das ist damals wahrscheinlich mit der Schweinegrippe, dann diese Narkolepsiefälle oder andere auch noch. Das heißt, aber das planen die natürlich ein, wenn die ihre Preise machen. Und während sie bestraft werden und um Reue flehen und sagen, wir machen eine Compliance-Abteilung auf und das passiert nie wieder, haben sie schon die nächste Schweinerei, weil diese Manager Geld verdienen sollen und weil sie sich ausrechnen, was sich lohnt und was sich nicht lohnt. Die gehen über Leichen. Das ist leider so. Und hier ist die Entwicklung mal so ein bisschen zusammengefasst. Früher, da gab es weiße Herde, das ist eine Behörde hier. Da gab es zwei schwarze Schafe, die waren bestochen und die waren korrupt. Und dann wurde die Ökonomisierung von Pflegemedizin, Wissenschaft und von Medien, das heißt, die wurden immer mehr darauf ausgerichtet, dass sie so Geld verdienen müssen. Und wenn man Geld verdienen muss, dann ist das
Dann kommt dieses Sekundärinteresse, dass ich Geld verdienen muss, verdrängt das, wofür, was mir eigentlich anvertraut wurde. Nämlich da aufpassen, dass die Leute nicht kranken. Und ja, heute ist es fast so, dass in der Klinik oder im Pharmaunternehmen oder so, da sind das alles schwarze Schafe, die müssen kodieren. Die kodieren natürlich Covid-19, weil das mehr für die Klinik bringt. Natürlich. Nicht? Und der Arzt in seiner Praxis, der kriegt für jeden Abstrich 15 Euro oder kriegt für eine Spritze 30 Euro, wenn er die Impfung gibt. Na klar, der ist ja nicht doof. Der denkt schon wie ein Wirtschaftsmanager. Und das führt dazu, dass wir eine systemische Korruption haben, die einfach dadurch entsteht, dass die Sekundärinteressen, die wirtschaftlichen Sekundärinteressen, den ganzen Betrieb total umformen. Und da gibt es so einzelne weiße Schafe, das sind dann die Whistleblower. Und Whistleblower sind immer ein schöner Indikator dafür, dass eine Sache aus dem Ruder läuft, dass da sowas passiert ist. So, wo operieren die Lobbyisten am allermeisten? Da, wo Ziele definiert werden. Das ist so in Parlamenten, in Öffentlichkeit, in den Medien, aber auch in den Parteien. Da sind sie unheimlich aktiv. Und wenn man auf den Parteitag geht, dann sieht man sie da alle mit ihren schönen Ständen, die Autofirmen und die, weiß nicht, wer da alles, die Energieunternehmen, die Entsorgungsunternehmen, die haben da riesig und da gibt es Sekt und da gibt es Pralinen. Und die bezahlen die Partei, die machen die Parteifinanzierung auch dann zum Teil. Und dann noch, wo Normen gesetzt werden. Globale Normen, europaweit, national oder fachbezogene Normen, da komme ich gleich nochmal drauf. Dann noch priorisiert wird, da haben wir ja viel von gehört, wer kriegt zuerst was? Die haben das nur missbraucht, die haben, wem donnern wir diese Spritze zuerst rein, die die Leute krank macht? Das haben sie jetzt ja diskutiert, es war pervers. Aber normalerweise sagt man, wenn wir nicht genug Geld haben, wem helfen wir zuerst? Wer braucht es am nötigsten? Das ist die richtige Priorisierung. Und dann, wo sich Interessen formieren, das sagte ich, soziale Bewegungen, Selbsthilfe, Fortbildung, da gucken sie, da gibt es extra Firmen, das sind Intelligence-Firmen, die das Internet durchforsten und so Grassroot-Bewegungen aufspüren. Solche Firma hat zum Beispiel in Mexiko die Schweinegrippefälle, das war die Firma Veratect, die hatte den Auftrag, diese Schweinegrippefälle zu finden. Da sind die durch die Krankenhäuser und haben dann überall diese Tests gemacht und haben dann 300 Fälle gefunden, als die WHO dann nachher schon die Pandemie ausgerufen hat. Die haben das aufgeblasen. Das war so ein typischer Fall. Daher kenne ich den ganzen Laden auch schon so lange. So, jetzt, wo werden Normen gesetzt? Hier sieht man mal. Die auf der UN-Ebene, die ganzen Normensetzer, die WHO natürlich in Gesundheit, das sind alles Normensetzer für Gesundheit, aber auch die ILO, die Arbeitsgesundheit im Auge hat, oder die FAO, die Ernährungsgesundheit, oder das Patent, welches die Patente zulässt oder nicht zulässt. Und die Welthandelsorganisation kümmert sich, weil man mit Gesundheit, Krankheit Geld verdienen kann, auch darum. Dann die europäische Ebene, das europäische CDC in Stockholm oder das Europaparlament setzt Normen oder der Europarat setzt auch Normen. Da gibt es zum Beispiel die Pharmakopö, die sitzt da beim Europarat, wo definiert wird, was ein Organ ist und was ein Gewebe ist und was Zellen sind und so weiter. Das wird alles da gemacht. Das ist die Grundlage für die Kommunikation innerhalb des Pharmasektors, die wird da definiert. Oder die EMA, die kennen wir ja jetzt, da muss ich nichts drüber sagen. Europäische Patentamt, das ist natürlich auch ganz wichtig. Und die Europäische Kommission, die entscheidet so ziemlich eigenmächtig, ja. Und auf deutscher Ebene gibt es auch diese ganzen Normensetzer in der Gesundheit. Die muss ich nicht alle erzählen. Jeder trägt sein Schärfchen dazu bei und sagt, was wir dürfen, was wir nicht dürfen, was erlaubt ist, was nicht erlaubt ist. Und dann gibt es noch diese ganzen, die man nicht lokal zuordnen kann, die dann aber weltweit doch irgendwelche Bedeutung haben. Da kann ich jetzt nicht im Einzelnen drauf eingehen. Aber die WHO jetzt, da kann ich dir noch mal zeigen, das sind ja, wie die institutionell korrumpiert ist, wissen wir inzwischen. Wir wissen, dass Bill und Melinda Gates Stiftung zweitstärkster Sponsor ist. Und selbst wenn hier Germany steht, Amerika oder so, diese Staaten, die geben Geld, die waschen praktisch das Geld ihrer Industrie und geben es an die WHO. Das heißt, wenn Dänemark jetzt zum Beispiel der WHO Geld gibt, dann machen sie das um die Diabetes zu bekämpfen. Weil Novo Nordisk gesagt hat, dänische Regierung, sieh mal zu, dass du da so ein Programm bei der WHO anleierst, damit mehr getan wird für Diabetiker. Nur die verkaufen den Insulin. Das heißt, hier werden wirtschaftliche Interessen für wirtschaftliche Interessen der WHO Geld geben. Das sind alles geirrmachte Gelder. Das sind zweckgebundene Gelder, die der WHO gegeben werden. Die WHO ist praktisch so ein Hebel, mit dem man seine wirtschaftlichen Interessen im Gesundheitsbereich auf den Markt bringen kann.
Das ist eine völlig institutionell korrumpierte Organisation. Die kann man vergessen, wenn man Gesundheit will. Und die möchten, die können viel machen. Die können zum Beispiel, die haben die ECD, die Codes, die machen immer jetzt neu gemacht. Wer ist geimpft, wer ist nicht geimpft? Und dieser ganze Quatsch, was die können damit definieren und machen damit auch die Vorarbeit für die digitalen Datensammler, die dann genau wissen, wie sich Leute verhalten und so weiter und wie das bewertet, was die Kliniken, womit die Kliniken Geld verdienen, womit sie, was sie nicht kodieren und die Ärzte, die niedergelassen, die wissen also unheimlich viel dadurch, dass sie hier die Sprache formen und definieren, mit der das Gesundheitswesen praktisch sagt, was los ist und kommuniziert. Da haben sie eine Definitionsmacht über die Sprache, über die Diagnosen. Dann sagen sie zum Beispiel, haben sie ja versucht, die Herdenimmunität neu zu definieren. Das habe ich nur als komische Bemerkung. Die haben doch gesagt, Herdenimmunität ist nur durch Impfung zu erreichen. Und das haben sie nachher wieder zurückgenommen. Aber auch die Normwerte, was ist der normale Blutzucker, was ist der normale Cholesterinwert und so weiter. Was ist ein Ausbruch, wenn da drei neue H5N1-Tests positiv sind irgendwo in Asien, dann sagen, den kann die WHO schon sagen, oh, da ist ein Ausbruch. Und dann können sie dahin mit ihrer großen Truppe und dann kommen da diese Leute, die lauter PCR-Tests machen oder finden sie immer mehr und so weiter, das kennen wir alle. Die definieren auch, was eine Notlage ist. Zum Beispiel die Monkeypox, ne, ist ja eine Notlage von internationaler Tragweite. Und kein Mensch weiß wirklich, ob diese Pickel, die da gezählt werden, wirklich Monkeypox sind oder ob das nicht irgendwelche anderen sind, bei denen man keine Differentialdiagnose gemacht hat, die nur so aussehen. Also ob das ein Herpes ist oder sonst was ist. Also das können die dann immer alles benutzen und das bauschen sie auf. Das haben sie bei der Vogelgrippe gemacht, das haben sie bei der Schweinegrippe gemacht. Bei Ebola haben sie so lange gewartet, bis die Pharmaindustrie da ihre Impfstoffe entwickeln konnte. Und als das noch nicht reichte, haben sie noch mal einen kleinen Ausbruch gehabt im Kongo, damit sie dann endlich die Zulassung kriegten für den Ebola-Impfstoff. Also das, wie die WHO für eine Schweinerei macht in Afrika, habe ich vor Ort oft genug sehen können. Und ja, und was Immunität ist, bestimmen sie zum Beispiel. Also da ist, die sind wirklich, die haben so viel Dreck am Stecken, dass der schon lange gebrochen sein müsste. Hier mal ein Beispiel, was das bedeutet. Wenn ich den Cholesterinwert, da haben sie den Grenzwert mal runtergesetzt von 240 auf 200. Und das hat zur Folge, dass da 86% mehr Patienten plötzlich behandlungsbedürftig waren. Nur dadurch, weil sie den Wert hier verändert haben. Und beim Bluthochdruck genauso und beim Blutzucker und so weiter, bei der Schilddrüse. Die haben also Einfluss auf die Normsetzung und dadurch schaffen sie die Krankheiten, dadurch schaffen sie die Kranken. Dann haben wir, ja, das, was wir vorhin schon gehört haben, dass die WHO jetzt ja die internationalen Gesundheitsvorschriften auch noch weiter ihre Macht auf. Die Autonomie eines Landes in Zeiten tatsächlicher oder angenommener Notfälle im Bereich der öffentlichen Gesundheit beseitigen. Ganz klar, haben wir vorhin schon gehört. Die Frühwarnkriterien für die Bewertung und schrittweise Aktualisierung des nationalen, regionalen oder globalen Risikos, das von einem Ereignis unbekannter Ursache oder Quellen ausgeht, für alle bindend definieren. So steht's drin. Bei Non-Compliance eines Staates oder andere Staaten zu Sanktionen ermächtigen. Wenn ein Staat nicht mitmacht, dürfen die anderen drauf loskloppen und dürfen einwandern oder dürfen damit ihr Militär entschicken oder weiß nicht, Gewalt anwenden oder eine Privatarmee. Schon bei der bloßen Annahme einer Notlage werden Protokolle gestartet. Das darf sie dann. Und ihre Protokolle, das Pandemieprotokoll, wie das aussieht bei der Schweinegrippe und jetzt bei Corona haben wir ja gesehen. Sie wollen für die Einhaltung die WHO-Notfallrichtlinie in Bezug auf Infrastruktur, Kapitalausgaben, Informationsbeschaffung und Durchführung von Notfallmaßnahmen ermächtigt werden. Sie sagen, was in den Staaten dann gemacht werden muss, und das ist dann bindend. Sie wollen sogar die finanziellen Ressourcen dafür konfiszieren dürfen. Dann, das haben wir vorhin gehört, die Menschenwürde und so, das spielt keine Rolle mehr, jetzt dürfen sie dann alles machen. Also die wollen sich da wirklich in totalitäre Herrschaft anmaßen. Diese kriminelle Organisation will die Welt beherrschen mit Hilfe von Gesundheit und sie sagen selber, was gesund ist und was nicht gesund ist. Korruption ist der Missbrauch anvertrauter Macht zum privaten Vorteil oder Nutzen.
Der private Vorteil, das sind nicht einzelne Leute, sondern das sind Organisationen, wo sich Leute zusammentun, die Kohle machen wollen, Aktiengesellschaften oder große Banken oder große Geldfondsverwalter oder was. Das sind alles große Organisationen, die zum Privaten, die das als Primärinteresse den privaten Nutzen haben. Und die scheißen auf das, was wir als Demokraten öffentlich für uns gegenseitig tun wollen, sondern die machen das alles kaputt, weil sie Kohle machen wollen, weil sie gierig sind. Ja, und damit, wir sehen das nicht. Und wenn wir etwas anvertrauen, wenn wir Macht anvertrauen, dann müssen wir das sehen, was damit gemacht wird, damit wir rechtzeitig denen auf die Finger kloppen können und sagen, halt, stopp, so geht's nicht. Das wollen wir nicht. So haben wir, dafür haben wir euch nicht gewählt. Wir brauchen Transparenz, damit unser Vertrauen berechtigt sein kann. Wir haben aber Geheimhaltung, wir haben Unübersichtlichkeit, wir haben keine Medien, auf die wir uns verlassen können. Wir haben die Forschungsergebnisse, wenn sie nicht dem Sponsor entsprechen, werden die einfach nicht veröffentlicht. Das ist, da gibt es überhaupt keine Transparenz in der Forschung, es gibt keine Transparenz in der Politik. Die Medien, von denen sind wir abhängig, wenn wir mehr erfahren wollen als das, was in unserer Nachbarschaft passiert, dann brauchen wir Medien. Wir können nicht überall hinlaufen selber, sondern wir sind angewiesen auf die Transparenz, die die Medien, die gute Journalisten uns liefern sollen. Gute Journalisten sind diejenigen, die immer aufpassen, was müssen wir wissen, damit wir uns richtig entscheiden als Menschen, als Bürger, und die uns das dann besorgen, was wichtig ist für solche Entscheidungen. Das müssen sie im Strachen, die einen kümmern sich hier um, die anderen da, und dann gibt es Widersprüche und wir müssen dann entscheiden, so ähnlich wie in der Wissenschaft auch. Was ist Transparenz? Transparenz sind Umstände, unter denen gegenseitige Prüfungen jederzeit möglich wären. Und deshalb, weil alle das wissen, der Misstrauensaufwand durch Vertrauen ersetzt werden kann. Wenn ich weiß, der andere kann jederzeit sehen, wenn ich Mist mache, dann mache ich es gar nicht erst. Und das macht das Leben natürlich unheimlich einfacher, dann fällt der ganze Misstrauensaufwand weg. Wenn wir die Kommunikation ansehen, die diese Gesellschaft formt, dann haben wir die verschiedenen Ebenen, vom Individuum, private Partnerschaften, Familien, Nachbarschaften, Kleinstadt, Stadtteil und dann eine Großstadt und ein Bundesland, Nationalstaat und so bis Globus. Das wird immer größer, die Einheit. Und hier ist natürlich die Kommunikation, das heißt auch die Transparenz, einfach direkte Gespräche, Besuche, Versammlungen, Aushänge, lokale Medien, also in der Gemeinde, da kann man es schon schaffen zu übersehen, was da passiert. In der Kleinstadt kennt man seine Zeitung auch und kann da zum Redakteur vielleicht noch gehen, aber oder den lokalen Internetsender, den es da gibt oder was es da auch gibt. Aber wenn hier fängt es schon an, da ist die Übersichtlichkeit schon weg, da ist die Abhängigkeit von den Medien sehr, sehr groß und die Transparenz hängt davon ab, wie die Medien funktionieren. Und hier, ja, da wird es unübersichtlich. Dann gibt es aber eben, das Neue ist das Internet und das Internet ist ja sowohl im Dorfe einsetzbar. Einige Leute unterhalten sich ja, wenn sie am selben Tisch sitzen, übers Internet sogar. Und es ist global einsetzbar. Es ist also was ganz Neues, was auch die Gesellschaft dadurch völlig neu sich organisieren lassen kann. Mithilfe des Internets, sind völlig neue politische Strukturen möglich, die vorher nicht möglich waren. Das wissen wir noch gar nicht, was da alles möglich ist, aber wir erleben so Beispiele jetzt gerade. Und was die Gesundheit angeht, wenn wir sagen, wir wollen dafür sorgen, dass die Menschen gesund leben, dann können wir bestimmte Dinge, können wir anvertrauen hier im lokalen Bereich. Da brauchen wir gar nicht, da brauchen wir keine Medien, da brauchen wir keine großen anderen Organisationen, riesige Konzerne, sondern das können wir selber machen. Zum Beispiel die ganze Pflege und die Kindererziehung und die gesunde Ernährung und die medizinische Basisversorgung, die reicht auch, wenn dann ein Vertrauter ein Hausarzt ist oder dann vielleicht noch ein Kinderarzt und die kennt man alle. Also so die Basisversorgung ist übersichtlich. Das ist das, was wir eigentlich sicherstellen wollen, denn alles andere brauchen wir viel seltener. Und diese medizinische Basisversorgung, die gehört in ein regionales Budget, so wie die Skandinavier uns das vormachen, damit man weiß, da ist so und so viel Geld für jeden da und dann dieses Geld, da streitet man sich, was damit gemacht wird. Und wenn, dann wird dafür eingekauft, noch eine Pflege eingestellt oder ein Arzt eingestellt und so weiter. Das heißt, die Skandinavier haben eine sehr übersichtliche Basisversorgung und schicken dann erstmal eine Schwester hin, bevor der Arzt dann kommt und die arbeiten zusammen, wie die Leute im Krankenhaus bei uns, aber nur ohne Mauern. Die können das also wunderbar alles dann
sehr, sehr subsidiär strukturieren. Die Subsidiarität ist das, ist praktisch eine Bedingung für Demokratie. Wir können Demokratie nur da haben, wo wir die Gesellschaft subsidiär geordnet haben. Aber das kann ich jetzt nicht weiter ausführen. Ja, insgesamt will ich dann auf meine Lieblingsformel, die bitte ich auswendig zu lernen, zurückkommen. Meine Lieblingsformel, das heißt Resilience, eine Gesellschaft, die gut bleibt, die es aushält und die nicht krank wird und die, ja, die wächst und gedeiht, da muss Transparenz sein, ganz wichtig. Je mehr Transparenz da ist und je mehr die Leute verstehen, was läuft, je schneller sie Fehler merken und korrigieren, umso besser, umso resilienter ist diese Gesellschaft. Und sie wird, je größer sie ist, das ist das unten Size, und je komplexer, je komplizierter, je mehr Spezialisten damit gebraucht werden, umso schwieriger wird die Übersicht und umso leichter, wenn man auf Spezialisten angewiesen ist, können die wieder irgendwas machen, was gar nicht im Sinne ist. Die können ihren eigenen Kram dann machen, können korrumpiert werden, wieder institutionell oder persönlich. Das heißt, diese Formel, wenn man jetzt Verantwortung übernimmt in der Politik und wenn man darum geht, wer macht was? Nicht? Wie machen wir das wir haben hier diese großen Pflegekonzerne und die fahren mit ihren kleinen Autos durch die Straßen und machen sich gegenseitig Konkurrenz und trotzdem sind die Leute schlecht gepflegt. Sag mal, wollen wir das nicht ändern? Können wir das selber machen? Können wir das nicht bei uns selber regeln in der Nachbarschaft oder können wir da nicht ganz viel wegnehmen von dem, was wir selber machen können? Also wir immer in diese Richtung gehen, mehr Transparenz und möglichst kleinräumig das zu machen, sodass es übersichtlich bleibt, dass es unsere Sache bleibt. Ja. Das ist eigentlich das, was so das Ganze retten könnte. Aber was ich vorhin zu Anfang gezeigt habe, hier mit der WHO zum Beispiel, oder was ich gezeigt habe hier mit diesen korrumpierten Institutionen, die Folge ist eben, dass solche Dinge möglich sind. Oder auch das, was die Lobbyisten machen, die jetzt hier dann gegen Geld uns die Welt vormachen können und die Medien einspannen. Hier ist also eine ganze Menge, was denn aus dem Ruder läuft, wenn es intransparent ist. Okay, so viel vielleicht zu dem Thema systemische Betrachtung dessen, was wir gerade erleben.